Hallo zusammen, ich bin Jonas Ober vom YouTube-Channel Pfarrerstöchter. Und mir ist es Anliegen, dass Menschen in meinem Umfeld über mich herauswachsen. Ich möchte euch aber in diesem Video erzählen, wie das ihr schafft, dass das effektiv nicht geht. Der erste Punkt, sogenannte Präventivschläge. Wenn du das Gefühl hast, dass bei jemandem etwas schieflaufen könnte, dass er vielleicht stolz werden könnte oder dass sie vielleicht irgendwie überheblich werden könnte, dass du schon mal im Vorhinein einen Schlag ansetzt und die Person entmutigst, weil sie könnte eventuell stolz oder sonst irgendetwas werden. Ich sage dir, wenn du das machst, dann wird in deinem Umfeld niemand so schnell aufwachsen und aufblühen. Als zweiter Punkt ist das Thema, das schon die jüngere Bibel viel beschäftigt hat, nämlich, wer ist der Erste? Wer ist die Erste? Wenn man im weltlichen Sinn will der Erste oder die Erste sein, dann ist man oben und muss Leute abdrücken. Und wenn man noch nicht oben ist, dann muss man Leute abziehen. Und so gibt es wie so ein Rattenrennen, wo man gegenseitig sich sabotieren will. Und es geht eben darum, immer der Erste zu sein. Und die Bibel sagt uns aber, wer der Erste oder die Erste sein will, soll allen anderen untertan werden, Sklave werden sogar. Also der Wille aufgeben für die anderen. Das ist krasses. Das ist eine krasse Forderung, die Bibel da uns stellt. Aber ich denke, wenn du erst sein willst, dann fang damit an, die anderen unterzuordnen. Und als dritter Punkt ist das Gegenteil von Liebe für mich, nämlich Gleichgültigkeit. Wenn es dir einfach egal ist, wie es Menschen in deinem Umfeld geht, wenn es dir egal ist, wie sie sich weiterentwickeln und was mit ihnen passiert, dann kannst du ganz effektiv dazu beitragen, dass sie nicht aufblühen. Aber wir wollen nicht beim Negativen bleiben. Gerne verrate ich euch im nächsten Video, dass ich glaube, dass drei Punkte sind, die helfen, dass Menschen in unserem Umfeld aufwachsen und aufblühen und uns übersteigen.